Auf der Wache Duisburg-Nord zeigt ein junger Mann den Kriminalhauptkommissaren Norbert Meinert und Frank Steffens ein erschreckendes Video. Seine beste Freundin ist offenbar entführt worden. Bestmöglich. Auf jeden Fall. Wir machen alles dafür. Sagen Sie, wann haben Sie eigentlich Ihre Freundin das letzte Mal gesehen? Gestern. Ja. Wann genau? Gestern Mittag. Wir waren Eis essen in der Stadt. Ist das Ihre Freundin? Ist das Ihre richtige Freundin? Nee, beste Freundin. Waren Sie mal mit ihr zusammen? Ehrlich jetzt. Das ist wichtig für uns, weil wir brauchen jedes Detail. Also Sie haben ja gesehen, so ein bisschen Gewalt scheint da eine Rolle zu spielen. Ja. Und Sie sind ja auch hier, damit wir helfen können. Okay. Nee, wir sind durchweg beste Freunde gewesen. Okay. Seit dem Kennenlernen, ja, genau. Hat sie denn irgendwie Schwierigkeiten im Freundeskreis? Wird sie gemobbt oder hat sie Feinde? Nee, gar nicht. Sie ist eigentlich sehr beliebt. Also mit ihr, mit Amelie kommt jeder klar. Diese plötzliche Entführung gibt Rätsel auf. Zumal die junge Frau anscheinend niemanden gegen sich aufgebracht hat. Wie ist sie emotional drauf, so in den letzten Tagen? Ja, sehr oft gemischt. Sie hat sich jetzt mal mit ihrer Schwester, ihrer Stiefschwester gestritten. Aber sonst, ja, sie ist eigentlich immer cool drauf, so. Ja. Okay. Oh, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Juliane Born. Frau Born, die habe ich schon aufgenommen jetzt, aber die konnte mir jetzt nicht viel genau sagen. Sie hat irgendwas mit ihrer Tochter und... Ja, ich habe ein Video bekommen von meiner Tochter. Ist das die Mutter? So, kommen Sie mal kurz ran. Ist das die... Ja. Das ist Benjamin. Der Benjamin ist hierher gekommen, weil er auch ein Video gekriegt hat. Ja. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, ob es das Gleiche ist. Oh mein Gott. Ja, wir wissen auch nicht mehr. Haben Sie eine Erklärung? Nein. Nee. Können wir das nochmal sehen? Ja, wir gehen am besten in unser Büro jetzt mal rein, ja? Ja. Die Kriminalisten geben eine Fahndung nach dem 16-jährigen Mädchen heraus. Der beste Freund der Entführten wird vorerst entlassen. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, Freunde anzurufen, durch die Stadt zu fahren. Ja. Ich muss sie irgendwie finden. Okay, sie haben gefahren. Wir können jetzt keine Zeit verlieren. Ja. Aber hören Sie mal zu. Was ich nicht möchte, ist, dass Sie auf eigene Faust irgendwas machen. Ja? Wenn Sie sie irgendwo sehen oder sie telefonisch erreichen, hören Sie mir bitte zu, dass Sie die Polizei anrufen und nicht selber aktiv werden. Ja? Wir übernehmen die ganze Geschichte. Ich will trotzdem helfen. Sie können gucken, telefonieren Sie Ihre Freunde, gehen Sie im Internet, alles, was möglich ist, aber uns informieren, sobald Sie irgendwelche Erkenntnisse haben. Ja? Okay, also ich werde alles machen. Sobald ich was weiß, werde ich Sie benachrichtigen. Ja, auf jeden Fall. Gut, die Nummer von der Wache kennen Sie. Ansonsten, wenn es dringlich ist, 110, ja? Ja. Gut. Machen Sie keine Dummheiten. Ja, ich gebe mein Bestes, das müssen Sie irgendwie finden. Sofort anrufen, wenn Sie Informationen gekriegt haben. Ja. Das Mädchen ist wirklich in prekärer Gefahr, würde ich sagen. Also das sieht mir sehr danach aus, als wenn sie am Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, entführt wurde. Ja, was genau dahinter steht, kann man natürlich jetzt noch nicht wirklich absehen. Fest steht, Gewalt ist im Spiel und wir werden da handeln müssen auch, was wir auch tun werden. Wir werden jetzt erstmal weitere Informationen über die Familie herausfinden müssen. Und natürlich auch eine Ortung veranlassen und noch mal das Video auseinanderklamüsern. Die Beamten lassen das Video von der KTU auf mögliche Hinweise überprüfen. Sie selbst wollen die Gewohnheiten und persönlichen Hintergründe des Mädchens unter die Lupe nehmen. Wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Eigentlich müsste die jetzt bei ihrem Vater sein. Bei ihrem Vater? Ja, bei meinem Ex-Mann. Sie sind getrennt seit wann? Ja, wir waren 11 Jahre verheiratet. Jetzt seit 5 Jahren sind wir... Seit 5 Jahren getrennt? Ja, das geschieden. Wir sind aber im Guten auseinandergegangen. Ja, okay, im Guten? Im Guten, ja. Und sie geht auch gern zum Vater? Ja. Sie hat auch einen guten Kontakt zu der jetzigen Ehefrau von meinem Ex-Ehemann. Der ist wieder verheiratet? Ja. Hat die auch Kinder? Ja. Sie hat wohl eine Tochter. Wie alt ist die Tochter? Die müsste auch ungefähr so in dem Alter sein wie Amelie. Okay. 16, 17, 16, so rum. 16, 17. Und sie wollte jetzt gerade zum Vater für ein paar Tage, ja, weil sie sich immer da so ein bisschen das teilt. Besuchskontakt, ja. Ja, alle 14 Tage. Und wann haben Sie Ihre Tochter genau das letzte Mal gesehen?
Gestern spät Nachmittag. Der junge Mann hat gesagt, dass die es ein bisschen Streitigkeiten gegeben hat zwischen der... Inga und Amelie. Wie heißt sie? Inga. Inga. Inga ist die neue Tochter? Also ja, die Stieftochter die von meinem Ex-Mann. Die mochten sich nicht wirklich so gerne. Nee, das ist... ja. Können Sie sich denn vorstellen, dass die Inga so weit gehen würde, dass sie der Amelie auch was antut? Das ist so eine Zicke? Also... meines Erachtens das, was meine Tochter mir alles schon gesagt hat, also das ist ein richtiges Biest, also. Die Kriminalhauptkommissare bitten die Mutter, ihren Ex-Mann anzurufen, doch der ist telefonisch nicht zu erreichen. Die Beamten schicken deshalb eine Streife zu seinem Arbeitsplatz. Wie ist denn das Verhältnis von Benni zu ihrer Tochter? Der Benni, der ist sowas von lieb, der ist zuvorkommend, der... Also ist kein falscher Typ, sie würden nicht sagen, der ist irgendwie schräg oder was. Ein oder zum Schwimmen. Oder gehen Eis essen. Also ihre Tochter mag ihn sozusagen. Ja, er ist... Aber die haben kein Verhältnis so gehabt. Einfach nur wirklich super gute Freundschaft. Ich glaube, eher sind beste Freunde. Der Ex-Mann ist von den Streifenkollegen an seiner Arbeitsstelle angetroffen und mittlerweile zur Wache gebracht worden. Wir haben heute Morgen einen jungen Mann hier gehabt. Der ist gekommen mit einem Video. Ihre Frau kurz danach mit dem gleichen Video. Was für ein Video? Ein Video von ihrer Tochter, dass sie in irgendeinem Van, wie es aussieht, sitzt und irgendwie gewaltsam dort festgehalten wird. Die hat sie. Ja, so sieht's aus. Wer macht denn sowas? Ja, der Van, das würden wir auch gerne wissen. Der scheint in so einer einsamen Ecke zu stehen. Zumindest ist da nicht viel an Verkehr, sag ich mal, wahrzunehmen auf diesem Video. Und ihre Tochter wird da gewaltsam irgendwie gezogen. Aber mehr kann man da nicht erkennen. Kein Täter, wir haben keine Lösegeldforderung oder ähnliches. Wir wissen nur, dass ihre Tochter. Letztmalig von ihrer Ex-Frau zu Ihnen geschickt wurde, um dann ein paar Tage mit Ihnen zu verbringen. Das ist richtig. Wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal gesehen? Ich habe sie heute Morgen das letzte Mal gesehen. Heute Morgen? Da ist sie dann aus dem Haus gegangen. Wo wollte sie denn hin? Ja, ich habe halt nur mitgekriegt, dass die beiden sich wieder gestritten haben. Wer ist die beiden? Ja, meine Stieftochter. Ich habe neu geheiratet. Und, die Inga? Die Inga. Und so wie ich es mitgekriegt habe, es ging um eine Handtasche. Die Amelie ihr wohl geliehen hat, der Inga. Mhm. Und die Inga wollte sie halt nicht wieder zurückgeben, wie vereinbart. Aha. Darüber haben sie sich gestritten. Streiten die sich öfter, die beiden? Ja, ist halt eine neue Situation für beide halt auch. Und ja, die zanken sich wirklich oft, Lutz. Ja, jetzt machen wir die Teufel nicht an der Wand. Die Inga ist... Wo ist denn die Inga gerade? Die hat vorhin auch das Haus einfach verlassen. Wo wollte die? Die war sauer. Die war sauer, wieso war sie sauer? Ja, sie kam vom Sport und dann ging der Streit los und wegen der Handtasche halt. Und ja, dann ist sie duschen gegangen. Ja. Amelie hat sich dann die Handtasche genommen und ist dann abgehauen. Und dann ist die Inga? Ja, da hat sie dann festgestellt, dass ihr Handy in der Tasche noch war. Ach, hat sie drin vergessen. Ist dann halt wütend hinterher. Die Ermittler mutmaßen, dass der Streit zwischen den Teenagern eskaliert ist. Der Stiefvater kann die verdächtige 17-Jährige nicht erreichen und spricht ihr auf die Mailbox. Die KTU hat inzwischen Neuigkeiten für die Beamten. Zu dem Fabrikat kann ich euch leider noch nichts sagen. Außer, zu dem Auto? Außer dass der Van schwarz ist, weil von der Umgebung war nicht so viel zu sehen auf dem Video. Ja. Aber in dem Moment, als sie Amelie filmt und die Tür des Vans aufgeht, konnte ich was rausfiltern. Und zwar ein Hydrantenschild. Das konnte ich ganz gut bearbeiten. Sehr gut. Ich habe mich sofort mit der Feuerwehr in Verbindung gesetzt. Und die konnten mir ziemlich schnell den Standort sagen des Schildes. Mhm. Also auch des Vans. Cool. Das ist eine ziemlich einsame Gegend. Ja, wo ist der Löschanschluss hier dran? Ne? Mhm. Genau. Und zwar ist das eine ziemlich einsame Gegend. In Duisburg-Wahl, eine Landstraße, ist der Walnussweg. Also Handy ist nach wie vor ausgeschaltet, letzte Zelle konnten wir noch nicht ermitteln, aber Ortung läuft, das kann alles nicht mehr lange super. Dauern. Dann würde ich sagen, Interesse hätte ich für euch. Ziehst du uns noch ein paar Fotos da raus? Ja, ich lasse ja das Handy da, dass du eben da das Bild von der Inga noch mal für uns runterziehst. Ja. Und dann würde ich sagen, fahren wir die Fahndung auch sofort fahren lassen. Ne? Wir haben jetzt einen wichtigen Hinweis darauf, wo der Van steht,
wo das Video gefilmt wurde. Und das ist natürlich eine wichtige, heiße Adresse für uns. Da fahren wir jetzt sofort hin, veranlassen auch, dass ein Streifenwagen vielleicht schon vorab mal dort Kontakt aufnehmen kann. Wir können zumindest im Moment den Ort eingrenzen, eine grobe Örtlichkeit. Ja. Ob der Wagen noch da steht oder sonst was, können wir natürlich nicht sagen, aber wir werden jetzt dahin fahren. Gemeinsam mit einer Verstärkungsstreife und den Eltern der Vermissten eilen die Kriminalisten zu der Landstraße im Duisburger Nordwesten. Frank Steffens und Norbert Meinert entscheiden sich für eine sogenannte stille Anfahrt, um den Entführer nicht vorzuwarnen. Vor dem Van parkt ein Roller, den der Stiefvater eindeutig der Verdächtigen zuordnet. Bleibt ihr hier, ja? Die Eltern sollen bitte da bleiben. Ja. Ach du Schande, das ist eine Hand. Oh, hallo? Mist. Können Sie mal rufen, mein NRW. Egon für 32,16. Ja, Egon, hör dich. Sofort ein Rettungswagen, NRW. Hier ist eine nicht ansprechbare Person. Dann können Sie mich verstehen? Walnussweg. Hallo? Junges Mädchen. Abpuls ist stabil. Ja, ist okay. Geht? Kriegen Sie Luft? Hallo? Hallo? Doch, die Atmung. Das Puls ja. Haben Sie sich wehgetan? Sind Sie verletzt irgendwo noch, außer am Kopf? Wer hat Sie geschlagen? Oder sind Sie hier gefallen? Können Sie reden? Keine Ahnung. Bei der Verletzten handelt es sich nicht um die vermisste Jugendliche, sondern um deren Stiefschwester. Ob sie die Täterin oder selbst Opfer ist, ist noch völlig unklar. Wie sind Sie überhaupt hier gekommen? Das Ordnungsgerät. Meine Schwester. Was ist mit ihr? Ordnungsgerät? Wieso Ordnungsgerät? Wo bleiben die denn? Was haben Sie denn gesucht? Schwester. Die Schwester? Mhm. Die Stiefschwester? Mhm. Weil die mit dem Handy abgehauen ist oder was? Ja. Mit der Handtasche? Ich will das wiederhaben. Okay. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert sucht in der Nähe des Vans nach weiteren Hinweisen und wird schnell fündig. Hier ist Handy? Ja. Tasche, ist das Ihre Tasche oder ist die Tasche von der Emmett? Ja, alles klar. Sie sollen sofort hier hinkommen. Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie unten. Sprechen Sie weiter. Ist das Ihre Tasche oder ist das die Tasche von der Amelie? Ja, das ist das. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass wir das Mädchen hier finden, weil die stand für mich jetzt überhaupt gar nicht als Opfer erstmal auf dem Schirm sozusagen, sondern eigentlich suchen wir die Amelie. Und die hat sie offensichtlich verfolgt und ist vielleicht dem Täter in die Quere gekommen. So vermute ich das jetzt mal. Hier haben wir noch ein Tablet, das ist so eine Ortungs-App, die sie hat. Damit hat sie das Handy verfolgt, das war der Amelie noch in der Handtasche gelegt. Von der vermissten 16-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur. Die Ermittler vermuten, dass sie zu einem anderen Ort verschleppt worden ist oder möglicherweise aus dem Transporter fliehen konnte. Ist das Handy? Das ist das Handy. Ja, das war aber erstmal jetzt hier drin. So, da bleibt erstmal hier. Ihr nehmt die Sache. Amelie jetzt? Ja, wir gehen jetzt mal weg. Sie fährt gleich zum Krankenhaus und wird weiter ärztlich versorgt. Auf jeden Fall geht es ihr relativ gut, ja. Bleibst du einer hier von euch? Okay. Kommst du mit uns hier? Hier. Wo lacht das? Hier. Direkt hier. Okay. Hier ist aber nichts anderes sonst. Komm, wir gucken uns halt mal hier an die Geschichte. Was ist denn da? Ein Fahrrad. Wieder einer ein Fahrrad hier weggeschmissen oder was? Aber die Schrift kommt mir jetzt aber bekannt vor. Guck's dir an. Ja, klar. Kennst du das Fahrrad? Ja, sicher. Das habe ich doch heute Morgen schon gesehen. Ja. Benni. Genau, das ist von dem Benjamin. Zumindest hat er heute Morgen gehabt. Ralf, mach erstmal Fotos, Dokumentation, DNA, und Bakteriette auch. Und dann gucken wir mal, was jetzt mit Benni ist. Irgendwie muss der hier hinkommen. Alles klar. Die Kripo-Beamten starten über die Leitstelle eine Halterabfrage und erfahren brisante Neuigkeiten über den Besitzer des Wagens. Hast du mit? Nee, nicht so ganz. Danke. PKW ist zugelassen auf Benjamin Lehmann, Schmiedegasse. Auf den Benni? Wissen Sie, dass der so ein Auto fährt? Nein, das ist doch das Fahrrad von Benjamin. Ja, das ist sein Auto. Und wenn das Fahrrad hier ist und das Auto, dann gucken wir uns mal ein bisschen die Gegend hier an. So, was hat der Kamerad damit zu tun? Einer noch mit? Kommst du mit, Ralf? Was hat der damit zu tun? Guckst du da rechts? Wir gucken uns hier die Ecke an. Ja, da, hör mal. Da schreit jemand nach Hilfe. Hey! Hey! Hey, 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 weg da! Warum liebst du mich nicht? Du bist doch bescheuert! Ruhig. Ganz langsam. Hey, ganz langsam. Ruhig. Wir sind von der Kriminalpolizei. Das ist verrückt.
Ja. So, Herr Lehmann, was ist hier los? Heute Morgen sprechen wir so nett, sind jetzt voller Blut hier. Der 18-Jährige hat seine beste Freundin offenbar aus unerfüllter Liebe selbst entführt und ein perfides Spiel mit der Polizei gespielt. Jetzt erzählen Sie uns mal, was passiert ist. Der ist einfach durchgedreht. Ich wollte es ihm erzählen, weil sie hat meine Tasche gehabt und ich wollte die wiederhaben. Die sollte mir schon lange wiedergeben. Ja. Keine Ahnung, dann wollte ich mich halt mit ihm treffen. Wir wollten reden und so, weil ich halt total sauer war. Und dann auf einmal wollte er mich küssen. Ich habe gesagt, ich will das nicht. So, der hat manchmal schon so eine Versuchung gemacht. Wo war das? Natürlich stimmt das! War das im Auto oder wo war das? Ja, und dann davor. Und dann auf einmal hat er mich reingeschubst und dann, keine Ahnung, macht er die Tür zu und mein Akku war auch fast an. Da habe ich das Video gemacht und dann kam er auch schon rein und hat mir das abgenommen. Und kommt dann mit die Frechheit, mit dem Video zu unserer Wache zu kommen und irgendwas vorzutäuschen? Ich weiß nicht, ich hatte dann keine Ahnung. Und dann kam er irgendwann zurück? Ja, und dann war meine Schwester da. Ich habe versucht wegzurennen, das hat mir in dem Moment doch leid getan. Aber ich bin einfach nur weggerannt, wollte dann versuchen, irgendwie Hilfe zu holen. Ja, keine Ahnung, habe ich mir auch voll Sorgen gemacht. Jetzt liegt sie im Krankenwagen. Ja, sie hat eine Kopfwunde. Moment, die Schwester kam und da waren Sie gerade noch in der Gewalt von ihm. Da war er auch. Ich war dabei, am wegzurennen und dann ist er schon hinterhergerannt. Der hat sie umgehauen und dann keine Ahnung. Ich wollte einfach mal eine Gegenleistung. Haben Sie ihn in den Arm gebissen? Sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht in der Birne? Willst du uns hier verarschen? Ich wollte raus aus der Friendzone. Oh, halt, der Mann sagt in der Friendzone. Kann man sich ja gar nicht mehr anhören. Nee, das ist doch natürlich nicht normal. Nee, das ist wirklich nicht normal. Da kann ich mich auch aufregen, aber wirklich. Das ist eine richtige Sauerei, was er da abzieht. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ja gut, generell haben wir ja gar nichts ausgeschlossen. Und wie sich eine Sache manchmal schräg entwickelt, wissen wir. Aber dass es so schräg wird, damit habe ich nicht zwingend gerechnet. Also meine Intuition kann ich normalerweise verlassen, aber in dem Fall war ich verlassen. Hauptsache, alle sind halbwegs gesund. So, wir fahren. Der Täter muss sich wegen Körperverletzung, Entziehung Minderjähriger und Freiheitsberaubung verantworten. Die Stiefschwestern sind wohlauf. Sie wollen beide an sich arbeiten und sich zukünftig vertragen.